Hallo und willkommen zu diesem zärtlichen Unboxing, herzlichen, zu diesem Unboxing hier. Ja, Paket bekommen. Und zwar, wie ihr sehen könnt, war da mal ein Wasserkocher drin. Hier ist jetzt kein Wasserkocher mehr drin. Oh, hier, das brauche ich noch. Das hier brauche ich noch. Ja, heute mal aus der Position, weil mein Schreibtisch ist voll mit, ja, mal was Neues ausprobiert, und zwar Diamond Painting. Kennt ihr vielleicht so, mit den kleinen Steinchen zum Stecken, hä? Studentenfutter, obwohl ich kein Student bin, haha, weiß noch keiner. Nein, Unboxing-Video heute. Hier ist kein Wasserkocher drin, dafür ist was anderes drin hier. Ja, genau. Und das packe ich jetzt mal aus mit euch. Da muss ich ja reingucken. Hier Auspack Unboxing Öffner 24 3/4 ist am Start. Ich weiß, dass man vom Mund nicht spricht. Und nicht zu vergessen, mal einfach trinken. Ne? Hey Leute, wenn ihr Durst habt, holt euch das. Das schmeckt geil. Apfelbirne. My Little Pony. Ja, ich packe mal einfach mal aus. Also das Paket, ne? Hier. Das Paket habe ich gekauft. Letzte Woche. Über Kleinanzeigen. Und hier ist was Schönes drin. Ho. So. Auf ist. Ja, auf ist. Und zwar. Zeitung. Ja, da haben wir doch schon mal den Inhalt. Drei Stück. Oh ja, da ist es drin. Ja, hier, darum geht's. Tschüss. Nein. Und zwar habe ich mir was Schönes bestellt. Von jemandem aus Kleinanzeigen. Und zwar zeige ich euch einfach mal. Und zwar habe ich mir von Greenlight, ja, wie man so schön hinten erkennen kann, Greenlight, habe ich mir dieses schöne Schmuckstück geholt. Nummer 1 von 3. Also 3 Autos. Und das ist die Nummer 1 von den 3 Autos, die hier drin sind. Ja. Schade ist eigentlich, die Räder hat der leider nicht. Schade. Aber der Rest sieht gut aus. Ja, Blaulichter sind drauf. Lack ist richtig identisch. Blaulichter, Rotlichter oder wie nennt man das in Japan? Ich weiß es nicht. Signallichter, sagen wir mal Signallichter. Jo, GTR 35. Nummer 1. Dann kommen wir jetzt zur Nummer 2. Wieder ein Greenlight, wie man sieht. GTR. Mm-hmm. Ich muss sagen, die Räder sehen, naja, die Felgen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber, tada, R34. Ja, von Greenlight und Tarmac. Tarmac Works. Man erkennt es auch an dem Container, der hier ist, der Pappcontainer. Ja, Lampen sind oben auf dem Dach. Scheint alles dran zu sein, was dran sein muss. Ja, da. Ja, die Räder sind natürlich jetzt nicht die. Na, da hätte ich mir lieber schönere Felgen gewünscht, aber für den Preis habe ich ihn mitgenommen. Und jetzt die Nummer 3 vom Paket. Ich glaube, das wurde schon mal geöffnet. Glaube ich, bin ich mir nicht so sicher. Und selbst wenn nicht, ich würde es sowieso wieder öffnen. Die Verpackung brauche ich eigentlich nicht. Ja. Ja, genau, es wurde schon mal geöffnet, sieht man, oder? Ja, oben zumindest, unten wieder zugeklebt, aber naja, egal. Dieses schöne Stückchen, haha. Ach, ist ja falsch rum, haha. Auch wieder von Greenlight und Tarmac Works.
dieses schöne Stückchen mit Mannequins. Ein Mannequin. Oben das schicke blaue Licht. Ja, Schrift ist drauf. Spiegel sind dran. Felgen, absolut geil. Ja, da hier Skyline 2000 GTR. Mit einem Polizisten dazu. Wie cool ist das denn? Und ja, hier vorne der Skyline-Schriftzug. Da am Radkasten da. Ja, Lampe ist drauf, hinten sowie vorne. Ja, das waren die drei Autos, die in diesem Paket drin waren. Geiler Scheiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Werden natürlich ausgepackt. Heute Abend im Livestream will ich diese Autos auspacken. Genau. Alle drei möchte ich dann gerne auspacken. Heute Abend im Livestream. Dienstag, 2. April. Ja. Wie immer, dienstags bin ich ja immer live. War absolut geil. Wieder was für meine. Kann man es erkennen? Da kommt meine Polizeisammlung japanischer Polizeifahrzeuge, Einsatzfahrzeuge, Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, alles mögliche an Einsatzfahrzeugen möchte ich gern sammeln. Eigentlich Tomica, aber da steht schon ein Eraka mit dabei. Jetzt kommen die drei noch mit dazu. Ja, wird langsam. Und bald, wenn alles gut geht, ich weiß noch nicht wann, könnte sich noch was hinziehen, wird hier was Neues entstehen in diesem Zimmer. Ja, und ich habe was Krasses als Umbau vor. Ja, gut, dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Die lege ich mal darüber. Und wie ihr seht, Discord. Ja, Steffen Bose ist am Start. Mit dem schreibe ich auch gerade. Und ja, Steffen Bose ist heute auch wieder mit dabei. Wie jeden Dienstag. Gut, dann würde ich sagen, bis bald. Tschüss.